Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit mir, dem Gorubai. Und ich dachte, wir spielen eine Runde Quick Play und da hat mich der It's Tommy gefragt, ob er nicht in der Gruppe aufgenommen werden könnte. Und da habe ich gesagt, na gut, dann gehen mal Grüße raus an den It's Tommy. Das könnte ja ganz interessant werden. Und wenn wir eh Quick Play spielen, dann kann man das sich auch mal ruhig gönnen. Das war Fail. Also wir spielen eine Runde Quick Play und ich dachte, ich nehme das mal zum Anschwung, um über Rank zu spielen. Auch wenn es im Quick Play ja kein Rank ist sozusagen, können wir trotzdem mal drüber sprechen. Denn ich finde, dass es einige Probleme gibt im Rank-System. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Rank gespielt, die letzten paar Tage. Und ich finde, dass einige Sachen von Blizzard geändert werden müssten. Sie möchten ja gerne, dass Overwatch Also, versteht mich nicht falsch. Overwatch ist ein richtig, richtig guter Shooter. Einer, den ich sehr, sehr gerne spiele, den ich auch am längsten gespielt habe von allen Shootern. Und ich werde auch nicht aufhören, den zu spielen, nur weil mich einige Sachen stören. Aber ich finde, dass das Rank-System sehr, sehr schlecht ist. Denn man wird quasi genötigt, im Rank-System den Hero zu spielen, den man immer spielt. Der Hero, der einem am besten liegt. Und da kann man dann auch mal sagen, gut, ich habe aber schon 30 Stunden mit Soldier. Und dann, ja, du spielst Soldier, weil du den spielen musst, weil du der Beste mit Soldier bist. Das Problem kommt dann erst. Also da habe ich im Endeffekt nichts dagegen, dass es dann so ist, weil dazu wird man halt genötigt. Weil wenn du ranken willst, dann musst du dich auf einen Hero oder ein, zwei Heroes spezialisieren. Und die musst du immer spielen. Das Problem wird erst, wenn dann andere Leute kommen, die den Hero auch spielen und den dann erst picken, weil du dann irgendwie nebenbei gerade ein Video guckst oder nebenbei sonst irgendwas machst. Und dann kann es sein, dass du den Hero, dass der gelockt ist. Dann ist Soldier gelockt und dann bleiben mir nicht mehr so viele Heroes, die ich spielen kann, um dann hoch zu ranken, weil das ist ja das, was ich eigentlich will. Und dann versucht man mal neue Sachen, wie hier zum Beispiel Winston und den dann im Rank zu spielen. Und dann bist du aber ganz schnell der Gearschte, weil du natürlich... Ich spiele natürlich Winston nicht auf einem... so einen hohen... sorry, Mercy. Auf so einem hohen Niveau, wie ich Soldier vielleicht spiele. Und das ist halt... Das ist halt das Problem. Dass man dann mit Leuten gematcht wird, die vielleicht denselben Hero spielen. Aber ich weiß auch nicht, wie Overwatch, also wie Blizzard das regeln sollte, dass es nicht passiert. Das Einzige, was wäre, ist, dass früher bei... gab's bei WoW, wenn du raiden wolltest, konntest du dich einschreiben für bestimmte Helden, für bestimmte Rollen. Also es gab die DPSer, es gab den Tank. Oder... er hieß nicht Tank damals. Wie hießen die denn noch? Na, du hattest auf jeden Fall verschiedene Rollen. Und... oh. GG. Und für die musstest du dich anmelden. Das Problem war dann nur, dass du dich als DPSer... Ich weiß gar nicht mal, wie die hießen. Doch, die hießen Tank, Support und... Damage Deal. Ich weiß nicht mehr. So war es auf jeden Fall damals, dass du ganz, ganz lange warten musstest, wenn du dich angemeldet hattest für ein Spiel. Besonders als DPSer. Und so wird es hier auch sein, weil es gibt immerhin 16 DPS-Heroes. Oder 14, glaube ich, gibt es. 14 DPS-Heroes und dann gibt es noch solche wie Symmetra, Roadhawk, die auch als DPSer quasi gesehen werden können. Ich hätte für Mercy wählen sollen, aber ich habe jetzt für It's Tommy gewählt. Und die werden ja auch als DPS quasi gewählt. Oder die nehmen halt den Supportplatz weg. Und das ist auch gerade für Leute, die zum Beispiel immer Mercy spielen oder so, ist das ja auch interessant. Dass, wenn sie dann immer Mercy spielen, und dann wird die Mercy gepickt, dann wissen die auch nicht, was die sonst spielen sollen. Weil dann sind die vielleicht auf Platin gerankt oder auf Gold oder auf Silber von mir aus. Aber spielen nie auf demselben Niveau. Und das macht das Rank-System komisch, weil du wirst quasi gezwungen, immer denselben Hero zu spielen. Also am liebsten immer denselben Hero zu spielen. Komisch. Traveling to Horizon Luna Colony. Aber gut. So ist es leider. Das gute Rank-System in Überwacht. Achso, da sind die Porträts. Keine Tanks, keine Healer.
Gönne ich mir jetzt mal die Mercy. Jetzt haben wir noch eine. Können auch eine Runde Symmetra spielen, aber haben wir keinen Tank. Aber gut, wir haben 4 DPSer, ne? Wir haben Zenyatta als Hero, als Healer. Nehmen Orisa. Ich finde Orisa interessant, aber irgendwie habe ich mich mit ihr noch nicht so hundertprozentig angefreundet. Sie ist auch mit Abstand der Held, mit dem ich am wenigsten gespielt habe. Abgesehen von Doomfist halt, der jetzt auf dem PTR ist und da habe ich vielleicht ein, zwei Runden mit ihm gespielt oder so. Would you like my analysis of the situation? Defend the objective. Thank you for your compliance. Some functionality may still be incoming in 30 seconds. So, wir stellen hier die Barriere hin. Nee, und das ist halt, also abgesehen von diesem, von der Orisa-Problematik halt, dass ich die nicht gespielt habe, sondern das ist halt komisch, dass das Ranked-System so aufgebaut ist, weil ich muss quasi einen von diesen 2-3 Helden spielen. Ich habe mir jetzt vielleicht 2-3 Helden angeeignet, die ich im Ranked-Modus spielen kann, aber die kann ich ja nicht alle auf demselben Niveau spielen. Und das ist halt das, was interessant ist, oder das, was es interessant macht. Dass das Ranked-System so geworden ist, dass ich immer denselben Hero spielen muss, um hoch zu ranken. Das ist ganz schön bescheuert, wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, wo ist der Genji? Da war er nicht. Der Junkrat ist down. Wir müssen hier. Okay, danke für die Healing vom Soldier. Komm raus, Rhodey. Schade, da war er nicht mehr. Fuckety fuck. Da kommt Diva. Gut, die haben wir gut down gekriegt. Oh, das war ein Roadhog? Ich dachte, er gehörte zu uns. Das war natürlich ein bisschen fail. Tommy spielt jetzt Diva. Diva, sag ich, Mercy. Und jetzt müssen wir erstmal rebooten und hinlaufen. Interessant, auf jeden Fall. Und dann finde ich ein großes Problem im Ranked, wenn wir noch das Thema haben, ist die Lieferproblematik. Also ich finde, dass dieses... Also... Man kann natürlich sagen, gut, man kann es versuchen, so gut wie es geht und 5 gegen 6 ist nicht unmöglich, aber auf irgendeine Art und Weise ist 5 gegen 6 wirklich, es ist unmöglich. Du kannst nicht im Ranked 5 gegen 6 spielen und erwarten, dass du genauso gut spielst wie 6 gegen 6. Das ist nicht möglich. Und das ist auch, also, und es geht um Spaß und so weiter und so fort, aber einer geht nach einer Minute raus oder so und es ist ein sicherer Loss. Also zu 199% ist das eine verlorene Runde. Und also ist das wirklich nötig, dass man ein Spiel, was so aufs Team basiert, dass man lieber kriegt. Also ich finde, wenn man nicht... Das die einzige Möglichkeit, lieber zu bannen, ist ja nicht nur den Account zu bannen, weil es ist ja so, dass du... Also... Du kannst ja einfach noch einen machen, noch einen neuen Account. Und dann bist du schon fertig mit Bann. Dann bist du gebannt und fertig ist es. Ich bin down. Dankeschön. Also, du machst einen neuen Account und dann kannst du wieder weiterspielen. Und dann machst du immer noch deinen Scheiß. Und das ist halt, was früher bei WoW, wenn ich das damit auch vergleichen soll, auch war, da hast du dir halt einen Namen gemacht, weil du einen Namen hattest. Und so ist es ja jetzt nicht. Jetzt hast du ja einen Battletech und der kann irgendwie 50 Mal oder 500 Mal kopiert werden oder so weiter. Und das heißt, dass wenn du einen Lieber hast, also früher wusste ich, dass wenn man, keine Ahnung, It's Tommy heißt, ja, dann war man einfach ein berühmt-berüchtigter Lieber. Und mit dem wollte dann keiner mehr spielen. Aber heute ist es ja leider so, dass der, also It's Tommy, da gibt es ja 100.000 verschiedene, kann es geben, bis zu 100.000 verschiedenen, die jetzt Tommy heißen, weil der Name nicht einzigartig ist.
Und da kannst du natürlich gucken und sagen, bei so und so vielen Spielern, wie Overwatch halt hat, ist es unmöglich, einzigartige Namen zu bekommen. Aber da muss man irgendwie ein System machen, wo es halt regionbasiert ist. Wie damals bei WoW. Es ist halt so, dass Blizzard es schon mal drauf hatte, solche Systeme zu schaffen. In Form von WoW. Und da hatten sie auch die Problematik mit den Raids zum Beispiel oder mit den Instanzen, wo du dann die Rollen angeben musstest. Und ich glaube nicht, dass es bei Overwatch funktioniert, weil da musst du als DPS musst du 100 Jahre warten, wenn du eine Hero spielen möchtest. Aber ich glaube, es muss irgendwas geändert werden im Ranked-System, damit es mehr Spaß und mehr Sinn macht. Weil so wie es jetzt ist, ist es nicht okay. Finde ich zumindest nicht. Das ist ein Spam-Schiff, what the fuck? Achso, das war unser Reaper. Dass es ein System ist, zu sagen, das ist gut und wir können mit sagen, dass, oder wir können zu 100% sagen, dass Overwatch ein sehr gutes Spiel wird, was auch sehr, sehr viel Wert auf den Ranked-Modus setzt. Nein! Ich wollte mich gerade hinter die Barriere stellen. Aber gut, mein Verstärkungs-, meine Ulti steht da, ja, ne? Die ist jetzt weg. I am not ready to be deactivated. Are you satisfied with your protection? Also für das Ranked-Spiel, was Overwatch gerne sein möchte, da müssen sie einige Sachen auf jeden Fall im Ranked noch ändern. Meiner Meinung nach. Weil so wie es jetzt ist, gerade auch mit den Leavern, also man könnte ja eventuell so Stand-Ins machen, dass man auswählen kann, okay, ich möchte gerne Stand-In sein und dann kriegst du halt irgendwas extra als Stand-In. Keine Ahnung, was du dann extra kriegen könntest. Extra viel, wenn du dann doch noch gewinnst, dass du dann extra viele Punkte in Season Rank kriegst. Oder dass du, wenn du verlierst, nicht so viele abgezogen bekommst. Oder so irgendwas in dem Sinne, weil 6 gegen 5 ist immer eine Niederlage. Also ich habe selten gesehen, dass ein 5 gegen 6, mit, also wo Lever dabei waren, dass die dann noch gewonnen haben. Also das, dann muss es halt so ein Disconnect sein oder und so weiter und so fort. Was aber, also abgesehen davon, dass ich diese Bestrafung von Leavern halt immer schwierig finde, ich finde es halt wichtig, dass sie bestraft werden und ich finde es auch gut, wenn sie ausgeschlossen werden aus dem Rank-Modus und so weiter und so fort. Da werden einige sagen, aber was ist, wenn man sein Internet verloren hat? Oh, unser Dings ist tot, unser Mercy. Was, wenn man sein Internet verloren hat und so weiter und so fort? Aber dann ist das halt leider so. Dann bist du halt für eine Season, die ja zum Glück begrenzte Anzahl Tage nur dauert. Da bist du halt mal gesperrt für die Ranked Season. Und das macht dich ja auch nicht zu einem schlechteren Menschen oder zu einem schlechteren Spieler. Nur weil du nicht freiwillig geliebt bist, hast du immer noch einem Team eine Niederlage geschenkt. Beziehungsweise einem Team ein Sieg. So fühlt es sich auf jeden Fall für mich immer an. Das war's, glaube ich. Es sei denn, ach nee, der hat seine Ulti schon gebraucht. Wo sind die alle? Torbjörn, von da hinten kommst du auch nicht ran. Na gut. Leute, lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Rank-Problematik denkt und was ihr von meinen Vorschlägen oder meinen Themen denkt, die wir hier besprochen haben. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem nächsten Video, vielleicht in einem nächsten Overwatch-Video. Ich würde mich freuen. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ein Highlight jagt das nächste. Egal, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao.